Ja, jetzt sind wir wieder da kurz vorm Out of Bounds Festival hier in der Regionshalle Velten-Leogang. Im Hintergrund geht schon los, Aufbauarbeiten für dieses riesige Mountainbike Festival, das wir jedes Jahr hier in der Regionshalle Velten-Leogang haben. Speziell natürlich die Mitarbeiter der Leoganger Bergbahnen, des Tourismusverbandes, aber auch die vielen freiwilligen Helfer schaffen es oder machen es möglich, dass wir dieses Mountainbike Fest feiern können. Und ja, interessante Rennen auf unserer Downhill-Strecke sind garantiert. Das Out of Bounds Festival ist natürlich auch eine große Aufwertung für die Region. An dem Wochenende strömen zahlreiche internationale Namen und Größen des Bikesports zu uns nach Saalfelden-Leogang. Und zu vergessen sind natürlich auch nicht die ganzen Gäste und Zuschauer, die aus allen Herren Ländern nach Saalfelden-Leogang kommen. Eine Veranstaltung wie der Mountainbike Weltcup oder wie es die WM war, ist für unser Haus eine große Unterstützung, spiegelt die Philosophie wider und wir haben sowieso sehr gern, wenn wir sportliche Gäste bei uns begrüßen können. Und für Leogang sehe ich es einfach nur als positiv an, weil diese Dynamik und der sportliche Geist im Tal sehr viel rüberbringt und animiert. Die Anspannung ist natürlich sehr groß, dass der Ablauf, das Ganze drumherum reibungslos über die Bühne geht. Wir sind natürlich alle froh, wenn dann das spannende Rennen vorbei ist, was wir natürlich auch mitverfolgen und dann dem Besten der Besten gratulieren können. So ein Festival wäre natürlich ohne unsere ganzen Partner und Sponsoren nicht möglich. Und wie man im Hintergrund auch schön sieht, zeigen wir natürlich vollen Einsatz, um diese auch bestmöglich zu präsentieren. This year there's been quite a lot of modifications on the course. The line is basically the same, but we just got a lot of new, fresh, new sections in the woods and some other bigger jumps. So, you know, I've been talking to the riders and everybody's liking it a lot more than in the past edition. So every year it's been a big improvement. So everybody's really happy with the new course here in Leogang. Wir sind jetzt gerade in einem Abschnitt, wo wir komplett neu runtergesteckt haben, komplett naturbelassen über Stock und Stein, wo sie dann sehr viele verschiedene Linien ausfahren werden. Das ist dann sehr interessant, weil nach jedem Training verändert sich die Strecke sehr stark. Wir verlegen 2000 Meter Stromkabel und zig Eventverteiler, um die Stromversorgung für das Wochenende zu gewährleisten. Um alle Daten von der Strecke ins Tal zu bekommen, verlegen wir zusätzlich zu unserer Infrastruktur mehrere hundert Meter Datenkabel. Ich bin für die Helferorganisation zuständig, denn ohne deine Hilfe war natürlich so ein großes Event gar nicht möglich. Wir sind jetzt ja bis ca. 150 Helfer auf der Strecke, im Ticketverkauf, Doping, also ganz verschiedene Bereiche. Weiters bin ich auch noch für die Verpflegung zuständig. Schau natürlich, dass die Helfer Lunchpakete kriegen, Mittag- und Abendessen, somit dass die Verpflegung natürlich auch passt. Die Team- und Expo-Area ist mit ihren 80 Teams und Aussteller ein wichtiger Bestandteil des Out of Bounds Festivals. Beim Out of Bounds Festival
sind wir zwar für die Ö3-Party zuständig. Gemeinsam mit unserem 35-köpfigen Team kümmern uns wir an dem Abend darum, dass ca. 1200 Personen die richtigen Getränke und vor allem die richtige Musik vorfinden. Kabelbinder. 150 Helfer. Ca. 500 bis 600 Stangen abgesteckt für die Strecke. 65 Teams. 170 Pressevertreter aus 15 Nationen. 3000 Liter Bier. 330 Rider aus 63 Nationen. Ca. 60 bis 70 Matten an Bäumen für die Sicherheit der Fahrer. Ich finde es bei so einem Event am allergroßartigsten zum sehen, wie das Team zusammenhält, wie sich jeder gegenseitig hilft. Ich freue mich jetzt schon auf den Zeitpunkt, wenn dann alles vorbei ist und wir alle beisammen stehen oder Bier trinken. Cornel, eine reine kurze Frage. Strecke soweit frei? Strecke soweit frei?